Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, wie sagt man, The Witness, genau. Und in der letzten Folge haben wir uns erstmal umgeschaut und, keine Ahnung, wir haben ein bisschen still, keine Ahnung, bin ich eh immer. Und ja, in dieser Folge werden wir einfach mal weitermachen. Und, ja, ich fange mal hier an. Okay, es war, okay, ja. Geht auch, okay. Okay. Ja, die erklären uns gerade den Umgang mit Schwarz-Weiß. Wahrscheinlich so, ne? Ja. Okay, gut. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, da wäre ich vielleicht drauf gekommen, aber gut. So. Was passiert, wenn ich jetzt. Ah, okay, okay. So. So. Okay, ich glaube, ich habe es ungefähr verstanden. Toll, jetzt nämlich verschiedene Versionen von dem Level machen. So. Ich glaube, die Schwarzen sind scheißegal. Ich glaube, ich muss einfach nur die Weißen streifen. Aber ich glaube, jetzt habe ich's. Ich probiere jetzt nochmal das Level, was da hinten war. Ist ein bisschen schneller gelaufen hier. Das kann ich nicht angehen hier. Okay, gut. Probieren wir nochmal das. Ist gut, beruhig dich. Aber was ich noch testen will, geht das denn, dass ich den Schwarzen nicht berühre und dennoch einen Weißen? Nein, das wäre nicht gegangen. Okay, schon so. Okay. Okay, interessant. Aber das Tutorial hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Wäre ganz klug gewesen, naja. Da kann ich nicht anfangen, weil sonst komme ich nämlich nicht in der richtigen Stelle an. Ich muss aber durch die Schwarze durch, das heißt, ich muss so wird es gehen. So. Also, so. Ich hoffe, so geht's. Passt es auch so, oder? Ich kann es nicht sagen, ich probiere es einfach mal so, weil. Nein, so reicht es nicht. Natürlich nicht. Das war bestimmt knapp. Die Idee ist ja nicht mal schlecht, würde ich sagen. Soweit ist es ganz gut. Um.
Nochmal. Ich würde sagen, wir lassen den mal erstmal in Ruhe. Gehen, na gut, wir gehen so. Wir gehen einmal rundherum. So. Dann so, 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 so. Da hinten kann ich nicht rein, wie jeder weiß. Das heißt, ich mach so. Und jetzt müsste es gehen. Jetzt bin ich hier in der Zwischenmitte durchgegangen. Und hier nämlich auch. Sollte kein Problem machen, dass ich jetzt an dem gestreift bin, oder? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal. Den zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Ganz bin ich noch mal nicht so ganz dahinter gekommen. Was habe ich da vergessen? Crap. Starte trotzdem noch mal von da. Hä, was ist das Problem? Zu sehr in Schwarz gestreift. Hätte ich da irgendwie um so machen müssen. Weil dann kann ich ja auch unmöglich an die Stelle kommen. Ich kann schon nicht an die Stelle kommen, nicht an die Stelle kommen, dann muss ich an die Stelle kommen. Der Stelle kann ich auf jeden Fall nicht starten. An der Stelle kann ich auch nicht starten, an der Stelle kann ich auch nicht starten. Ich muss zwangsweise an der Stelle starten. Das ist die einzige, wo ich starten kann. Und die einzige, wo ich beenden kann, ist ganz da unten. Okay, gut, dann muss ich es anders machen. Dann fange ich mal oben an und arbeite mich jetzt so vor. Dann jetzt so, so, so. Na, es geht nicht. Fuck. Wo ist nochmal so ähnlich? Muss ich eventuell da so kreuzen? Also ich bin irgendwie immer dieses Gefühl, dass ich da so ein bisschen so machen muss. Irgendwie ist das ein Gefühl. Ist aber schon so reichen. Ich komme aber nicht, ich kann aber unmöglich den hier einsammeln und gleichzeitig dazwischendurch. Es geht einfach nicht. Ich komme gerade einfach nicht drauf und ich denke, ich lasse es jetzt erstmal, weil sonst hänge ich dann noch ewig dran. Und die Aufnahme geht schon, ist die halbe Aufnahme ist ja schon rum, deswegen. Muss ein bisschen Probecheck machen. Also ich muss immer an den Weißen vorbeikommen, so viel ist klar. Kann ich auch so machen? Also auf jeden Fall, das ist klar. Das hat ja geklappt. Und ich werde nicht das machen, oder? Ja. So hatten wir hier einen, der irgendwie eingekreist ist.
Sobald er mehr als eine Ecke hat, kann das sein. Egal, der oben wurde natürlich nicht. Irgendwie bin ich noch nicht ganz dahinter gekommen. Warum hat der jetzt geblinkt? Dadurch, sondern so. Zack. Und so geht's ja auch. Der ist ja um dieses. Naja. Irgendwie ist mir das noch nicht ganz. Naja, egal. Ich hinterfrage es nicht weiter, weil ich bin jetzt eh ein bisschen. Dann würde ich dann noch ewig hängen. Geh mal hier rein, würde ich sagen. Kenne ich ja schon. Ich kann. Ach, kannst du switchen? Das ist ja cool. Krasse Programmierung. Switch automatisch, wenn ich nichts mache. So geht's. Okay. Holen wir noch mal den. Also automatisch macht er nicht, ich muss schon immer D drücken. Okay. Da haben wir drei Startpunkte sogar. Besten sollten die, aber es sind immer solche Fixpunkte, also immer solche Punkte, die wo man durch müsste. Kann ich sonst nicht nochmal durch? Okay, jetzt habe ich's. Okay, das war's. Okay. Oh, wie geil ist das denn? Das ist interessant. Okay. Okay, ich muss einen Weg finden, der für alle funktioniert. Das ist interessant. Ich mag's. Ja, gibt nicht so viele Wege. Doch, da geht noch. Nein, da geht er hier nicht. Da runter, da hoch, darüber. So. Aber klicken geht auch, okay, gut. Aber das ist interessant mit diesem Synchronisieren. Mir gefällt das. Das ist cool. Aber, ja. Ich muss ja nicht, ich kann ja einfach loslassen.
So. Das Labyrinth nur auf einer Seite. Muss umgekehrt denken, weil. Ja. Okay. Das sieht, glaube ich, aus, aber hat mich auf jeden Fall zu sich hingezogen. Das heißt, das ist bestimmt ein Objekt, das ich benutzen kann später, aber. Naja, das ist auf jeden Fall mal an. Ah, jetzt ist die Tafel auch an. Oh, was zum? Ist das ein Brainfuck? Das ist ein totaler Brainfuck, Leute. So geht's nicht, ne? Geht's auch nicht. So. Okay. Okay, mal wieder totaler Brainfuck hier. Auch nicht. Zurück. So. So? Ja. Jetzt habe ich's. Nächstes. Das ist irgendwie total schräg, aber gut. Ah, auf der einen Seite ein Ding zu haben, ist ein bisschen einfacher. What the fuck? Ist komplett quer und zerschnitzen. Zerschlissen, ja. Oh, ich kann gar nicht da reinlaufen. Okay. Ja, dieses Spiel hat so zusammenhängende Teile immer. Das ist ganz cool. Da haben wir so ein paar durchsichtige. Aber ich kann gar nicht, ich kann hier gar nicht irgendwo runterspringen, wo ich Fallschaden nehmen würde. Ah, Synchronisation mal wieder. So geht's. Aha. War wahrscheinlich noch nicht nah genug dran, als dass ich quasi das erkannt wurde. Jetzt wird's erkannt, okay, gut. Weil wenn es als Objekt erkannt wird, ist immer ein bisschen angenehmer. Okay, gut. Wie lange haben wir denn noch? Oh, die Aufnahme geht. Naja, eigentlich ist sie voll, aber ich mache hier noch. Das reizt auf jeden Fall noch. Ist echt geil. I'm liking it. Wieder zurück vor rüber, nur zack. So, auch in die Richtung gleichzeitig. Ach, geht das auch? Nein, das geht nicht. So, mache kann ich nicht mehr zurück. Ich weiß, dann muss ich eins weiter vor, dann wieder zurück, dann wieder komplett vor und dann wieder so. Okay, machen wir das noch, machen wir die zwei noch und dann. Ja, Folge schon. Oh Mann, Brainfuck.
Brainfuck, Brainfuck, Brainfuck. Jetzt habe ich's. Ja. Oh, nochmal Brainfuck. Cool. Okay, gut. Das war's aber dann auch wieder mal für die Folge. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Und in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich noch mehr von diesen Rätseln lösen. Und mal schauen. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen eine Aufnahmesession. Mal schauen, wie lange ich sie mache. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Und ciao.